Sonntag, morgen Nachmittag. Also wenn ich ein Rot im Gesicht bin, es ist früh warm draußen, richtig drückend. Es ziehen so ein wenig die Wolken rum. Die Mucken beißen wie Sau. Wir haben den 10. Mai und ich bin dabei, meine Äpfelacker zu fräsen. Na, die Äpfel sind noch nicht im Boden drin. Wer sich da dafür interessiert, wäre doch froh. Na, damit bin ich gerade beschäftigt, das vorzubereiten. Wir haben ja das Stück, ich glaube im vorletzten Video haben wir es geackert gehabt. Es war zwar zeitlang gelegen, weil es geregnet hat, ich bin in der Zukunft. Ich weiß, normalerweise frisch geackerte Boden sollte so gut wie möglich glatt gezogen werden, damit möglichst wenig Oberflächen vorhanden ist, damit möglichst wenig Wasserverdunstung entsteht. Man lässt es normal nicht so liegen, wie es jetzt halt liegt, mit den Klumpen. Aber nachdem ein Regenkummer ist, ja, so muss halt auch mal sicher ein großer Oberflächenkopf, wo das Wasser dann schön draufkommt. Ja, optimal ist es nicht. Normal zieht man es gleich glatt. Einer hat mal einen Tacker für ihren Flug. Oder man fährt auch mal mit der Aden drüber, dass ein bisschen abgezogen ist. Habe ich jetzt nicht gemacht. Normal, ich fräse ja immer gleich. Ich bin dann, wie gesagt, immer dazu gemacht. Aber jetzt sind wir dabei. Der Boden hat noch schön Feuchtigkeit. Sieht man auf jeden Fall. Wie gesagt, das hat am, jetzt lasst mich mal überlegen, am Freitag, glaube ich, hat es zuletzt geregnet. Ja, es war Wochenende, bin da dazu gemacht. Aber jetzt komme ich dazu. Der Rotokrümler in den Frade Eberhard, der 370er, macht sein Arbeit, so wie er soll. Und wie das echt, ja, ein Stück Lauf vom Acker ist ja schon gemacht. Von oben runter wird es das machen. Und das ist jetzt das Reststück, was wir noch haben. Wird gut. Dann die Fräse wieder aufräumen und dann muss ich auch mal schauen. Ich wollte jetzt am Äpfelstecken einmal eine andere Steckmaschine probieren. Ich möchte eigentlich eine Maschine, die vollautomatisch läuft. Schon lang. Hätte ich mich vielleicht ein wenig früher darum bemühen sollen. Bis die Woche schaut es bei meinem Bruder schlecht aus auf dem Stall hinten drauf, dass er mitmacht. Und ich habe noch ein paar Äpfel. Ihr seht, das Feld ist groß. Das sind ein paar. Jetzt haben wir 2-3 Stunden zu mir drüber. Ja, da war es abends dann schon ziemlich lang. Aber schauen, wie wir es machen. Vielleicht kriege ich noch jemanden her, den wir mit so einem Ding stecken können, dass ich einmal sieht, wie es geht. Oder könnte man mal so einen Leier, so ein vollautomatischer, du quasi kann, weil der brauchst, sondern hängt hinten dran, feststellen, Automatik, du setzt deine Äpfel, du brauchst keine Person weiter. Keine Ahnung, wäre natürlich optimal, weil. Da könnte ich solche Arbeiten Alarm machen, dann wäre es nur das Kartoffelroten oder Häufeln oder Hacken, wo ich jemanden brauche. Aber ansonsten ging es halt auch. Ja, wie gesagt, schauen wir mal, wie es wird. Sehen wir schon. Also, an der Stelle sei mal gesagt, falls die Äpfel noch nicht gesteckt sind, wenn jemand eine Krame oder eine Hasia-Legemaschine mit Fehlstellenautomatik hat, würde mich freuen, wenn er aus der näheren Umgebung kommt, wenn er da mal einen Versuch bei mir machen könnte oder wenn ich mir das Ding einmal leihen könnte zum Lehen, dass ich einmal sieht, ob es überhaupt für meinen Betrieb geeignet wäre. Wenn es geeignet wäre, dann bin ich nämlich schwer am Überlegen, ob ich mir so ein Ding anschaffe. Wenn es nicht funktioniert, weil ja, wir sind da ein wenig am Hang, es ist halt alles ein wenig schräg darauf. Ja, dann mache ich wenigstens keine Investition mit 400, 500 Euro für so ein Gerät, das ich dann vielleicht ohne gescheit nutzen kann. Und das Problem ist nämlich beim Stall, oder was heißt Problem, wenn man es weiß, ist es kein Problem. Wenn du da erbest, wir erben ja immer vom Feld rauswärts, dann muss immer auf der unteren Seite eine leichter Person und auf der oberen Seite eine schwerer Person sitzen. Der Grund ist der, einmal zieht den Bulldog immer im weichen Boden runter, dann drückt die obere Person quasi durchs Gewicht die Maschine ein wenig besser in einen Boden und hält den Bulldog ein wenig stabiler. Ja, jetzt könnten einige so einen Kopf da einen schweren Bulldog oder so. Es ist halt einfach so, wenn fräst ist, der Boden ist sauwach, deswegen wende ich ja nicht im Feld um, auf dem Weg draußen um. Nee, schon im Weg drinnen um. Rutschig durch, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich wende im Feld nicht um, weil du da dahin auch nicht umwenden kannst. Der Boden ist so dermaßen wach nach dem Fräsen. Der Bulldog, der geht in alle Richtungen, aber du kriegst noch nicht gescheit gelenkt. Da brauche ich eine halbe Ewigkeit, bis ich gedreht habe. Deswegen fahre ich raus auf den Weg und drehe da schnell um.
Das geht einfach zügig her. So, jetzt habe ich die Wartezone. Genau. Ja, wie gesagt, möchte ich erst einmal probieren, weil so eine Entscheidung, so ein Ding zu kaufen, es ist ja doch Geld. Und was anschaffen, probieren und dann vielleicht wieder verkaufen mit Verlust, das ist irgendwie auch Blödsinn. Weil wenn, dann soll der Stoll eventuell weg, dann nur denn. Mal sehen. Jetzt machen wir mal weiter. Das ist übrigens die Stelle, wo der Kalkhaufen gelegen hat. Deswegen, wenn es da mal so ein weiß stappt, das ist der Kalk. Ja. Jetzt arbeiten wir was, dass wir fertig werden.
damit würde ich sagen, das haben wir. Ja, fressig. Vorgewinde habe ich auch noch gemacht. Das habe ich jetzt nicht gefilmt. Die Kamera war so schön unten gestanden. Da habe ich gar Lust gehabt zum Absteigen. Soll ich wohl kommen. Ja, wie gesagt, alles schön gefräst, schön fein. Ja, ein paar Stars sind natürlich immer dabei. Die lassen sich nicht vermeiden. Ein paar Grümel sind immer noch so, ein paar so größere Klumpen. Die lassen sich auch nicht ganz vermeiden. Aber im Großen und Ganzen ist es schön fein. Ich habe jetzt quasi das, was vorher drauf war, was ich eingeagert habe, noch einmal ein wenig zerkleinert, ein wenig rausgerupft. Ja, das ist dann gleich ein wenig eine gute Gründünger in der Erze. Da passt das auch. Ja, die Fräse hat wieder wunderbar durchgehalten. Passt so. Schäler sind wieder blank. Naja, ich sehe schon wieder welche, die könnten schon wieder getauscht werden. Die laufen schon wieder ziemlich ab. Hinten auch, die müssen spitzig dann sind. Naja, kommt da irgendwann einmal wieder aller Schäler neu. Das ist auch wieder ein Haufen Geld. Aber die geht gut. Also der Rotohrgrümle oder Rotohrgrümle funktioniert wunderbar. Da sitzt ja RKB 370. Der tut seins weg. So lange wie wir ihn jetzt schon haben, der tut immer noch seins weg. Ja, vielleicht habt ihr es vorhin gesehen, beim Wenden ein wenig schwierig. Da war der ein oder andere sagen, ja, warum tust du denn überhaupt fräsen? Dann lass halt das Fräsen einfach so. Ja, könnte man natürlich machen. Ich könnte bloß mit der Ackerarten treiben. Vielleicht einfach da damit bloß. Und dann ist der Boden recht. Hat krümelig, da hat er recht großer Klumpen drin, da war der nicht so wie er jetzt ist, sondern ja, relativ zäh und hart und die Äpfel wachsen schlecht. Also bevor einer sagt, ja dann lass halt einfach das Fräsen bleiben, dann kannst du doch mit Bulldog im Feld umwenden, wieso wendet man auf der Straße um, sowas macht man nicht, sowas gehört sich nicht. Stimmt schon, aber auf der Straße umwenden, wenn es trocken ist, kann man machen, solange man die Straße nicht eishaut. Oder solange die Straße nicht sauber macht. Ja und im Feld umwenden da hinten. Da wird es dann auch heißen, ja wieso wendet man da ihn auch um, da macht man ja alles hin. Ja, pss, da mein Feld. So, genau. Klartext. Ah, ich glaube, das System mit dem Fräsen hat sich bei uns bewährt. Klar, es ist mehr Arbeitsaufwand, klar, man verbringt da mit Zeit, man hockt jetzt dann auf dem Bulldog. Es dauert alles, es muss gemacht werden, muss Anhänger, Abhänger hin und her und. Aber es hat sich bewährt, wenn man gefräst hat, dann wachsen die Äpfel richtig bombastisch. Ja, und wer jetzt sagt, die Äpfel sind heuer ein wenig spät dran. Weil jetzt haben wir ja schon schließlich den 10. Mai. Wie kommst du so spät noch mit Äpfel? Ja, warum nicht? Also so spät finde ich es nicht. Ich glaube, ich habe das eine Jahr schon zum 18. Mai, da war der Ertrag auch nicht so schlecht. Klar, früher wäre besser, aber ab morgen haben wir die Eisheiligen. Servatius, Pancratius, Mamertus, die Koldasophi. Und was gibt's noch? Den anderen vergiss ich immer. Keine Ahnung. Ja, die kommen ja jetzt auch. Und ich hab's letztes Jahr ja schon mal gesagt, lieber stecke ich es ein bisschen später und gehe mit kein Risiko ein, dass er dann abfrieren. Als dass ich es jetzt Ball stecke, dann kommen auch die Kolben hoch, dann machst du dann gleich richtig kalt und dann frieren wir die Pflänzler umweg. Ja, letztes Jahr war das ja der Fall. Also nicht bei mir, aber bei anderen. Und von daher, ja, wegen später. Außerdem, ich sag's immer wieder, der Spruch heißt, steckst mich im April, komm ich wann ich will, steckst mich im Mai, komm ich gleich. Und lieber im Mai ein wenig später gesteckt, dafür unter optimaler Bedingungen. Und dann du zahlst erst im Oktober oder Anfang November raus, als dass ich es im April rein tue. Und im Mai in die kalten Tag frieren sind wir ab oder gehen auch kaputt. Muss nicht sein. Gut, da packen wir die Fräse wieder und dann ist das eigentlich.
schlagen will. Mhm. Wahnsinn. Das ist auch eine gebogene Feder. Ich finde das faszinierend.
Wahnsinn. Normal biegst du Federstahl überhaupt nicht. Wenn er warm gemacht ist, geht es wunderbar. Ins Feuer lassen, warm machen. Ja, im Stream haben wir das da angebaut. Das ist ein alter Schalter von unserer ehemaligen Milchpumpen. Und ein Käberler hat es auch gekriegt, dass man es auch bequem ausstellen kann, wenn es nicht vor den Ringer geht. Ja, genau. Läuft. Wer sich jetzt fragt, warum biege ich die Federn da gerade? Ja, der Federstahl ist optimal für Zinken. Ich habe zwei Zinken gebaut aus dem normalen Stahl, den wo wir gekauft haben. Quasi den Stahl, wo ich jetzt da das, ja, der Anfang der Schürhaken
Der ist nicht fertig. Hier wird's Blusastamm Oma Ösen, was halt leise geht, ohne Amboss, ohne Horme. Unten fällt der Spitzen und da gehört er geboom. Dass das passt. Ja, der Stall ist recht wach, den könnte ich jetzt theoretisch, wenn ich mich draufstelle, einfach verbiegen. Das ist so ein wenig das Bedenken gewesen auch von meinem Schmied, weil er gemahnt hat, naja, er befürchtet halt, denn wenn es da nimmst, dann warst du nicht glücklich damit in der Netzaden. Die wirst du dann die Zinken noch hinten umbiegen. Und aus dem Grund, ja, haben wir dann zwei Zinken aus der Federn gemacht. Vor der Federn ist noch genug übrig, deswegen ich streck's jetzt einmal, riecht's auch rot. Und noch kann man aus der Feder nämlich noch ein paar mehr Zinken machen, weil dann habe ich nämlich aus Original Stahl quasi. Genau, deswegen machen wir das.